Hallo, wir sind's, die beiden. Wir sind dick und dick. Aber dann sind wir ja beide dick. Oh ja, das ist doof. Ja. Wir sind die breite Masse. Genau. Die breite Masse. Ja, wie ihr ja bereits aus der Entstehungsgeschichte der Waffel wisst, braucht es zum Waffelbacken viel Hitze. Genau. Jetzt gibt es aber etwas Neues, etwas revolutionär Neues im Waffelbusiness, nämlich... Die kaltgepresste Waffel. Erzähl doch mal. Ja, also normalerweise kennt man das ja, heißes Waffeleisen, Teig rein, Waffeleisen zu, ein paar Minütchen später... Ja, nicht aufpassen, aua. Genau. Und wenn man zu lange wartet, schwarz. Ja, genau. Und da hat man eine fertige, warme Waffel. Waffel. Aber wie die Wissenschaft ja auch festgestellt hat, gibt es noch andere Zubereitungsmethoden, außer durch ein heißes Waffeleisen. Zum Beispiel auch durch entweder lange warten. Aber das wäre dann aber eher die altgepresste Waffel. Genau, will ja keiner, weil wer will schon alte Waffeln? Ist ja kein Wein. Ja, oder Whisky. Ja, genau. Ja, die machen ja da immer so einen riesen Tamtam drum. Das ist ein 1969er Rübelsheimer Nierentritt, der haut richtig rein, das merkt man gleich. Genau. Nee, wir machen das mit ganz viel Druck. Mit ganz viel, also wie wir, das halt im IT-Business üblich ist. Genau. Nee, mit physikalischem Druck. Ja, also wirklich so. Ja, genau. So mit, quasi. Mit, also als würde man Diamanten oder sowas herstellen, also quasi. Haben nicht die Jungs von Methodisch Inkorrekt so eine Diamantenpresse? Meint ihr, die könnten wir uns mal ausleihen für ein bisschen? Es gibt auch Waffeln. Ja.